Ahoi, meine lieben Freunde, und willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft. Wir sind im Arati-Hochland, unserem Zielgebiet, angekommen. Was müssen wir hier machen? Wiesenbaumwollschwänzchen fangen. Vielleicht mache ich diesmal nicht den Fail vom letzten Mal. Es ärgert mich nach wie vor immer noch ganz, ganz doll. Das Licht sei mit euch. Mögen eure Reise, dass ich das verkackt habe. Kleiner Frosch mit dem Petfang im letzten Part. Ist hier vielleicht noch dabei? Nee. Ärgert mich richtig. Einfach nur ärgerlich. Kleiner Frosch. Das ist nicht das Viech, was ich haben möchte. Mal gucken. Vielleicht findet man es ja im Arati-Hochland. Vielleicht ist das, wird mir das wieder hier angezeigt. Dabei findet man das hier überall. Ja. Möglich. Übrigens ist Arati-Hochland und das Gequest in Burg Stormguard, jedenfalls das Vanilla-Gequeste, ist ja hier nicht mehr mit vergleichbar, so die älteste WoW-Erinnerung, die ich momentan noch habe. Ich erinnere mich, dass ich da mal während der Schulzeit mitten in der Nacht, also ich bin dann ins Bett gegangen, um meine Eltern so ein bisschen zu täuschen. Und bin dann nachts wieder aufgestanden, um hier weiter zu questen. Und da habe ich, weiß ich nicht, unter der Woche um 12:30 oder so hier in Burg Stormgate gequestet. War richtig. Also ich habe kein schlechtes Gewissen, ne? Also sollte man eigentlich haben, aber habe ich nicht. Es hat einfach so viel Spaß gemacht. Da war die Sucht auf jeden Fall da. Aber sag mal, wenn ich den... Hat er eine Droppable Quest? Ich erlebe ihn jetzt immer, weil er hier einen Quest rumgestanden hat. Einen Quest, Ausrufungszeichen hat. Normalerweise, heißt es eigentlich nur, dass man ihn später mal für die Quest braucht. Aber es hätte ja auch sein können, dass der Quest-Gegenstand droppt. Hat aber nicht. So, Arati-Hochland. Arati-Hochland ist, Horde und Allianzgebiet. Man sieht jetzt hier nur für die Horde Hammerfall und Garlands Sturz. Aber die Zuflucht ist Alli-Gebiet. Das heißt, hier kann man auch als Allianzler questen. Obwohl ich damals ja auch Horde gespielt habe. Also meine Vanille-Erinnerungen sind auch Horde. Aber vielleicht kommt da das ein oder andere nochmal zum Vorschein, aber ich bezweifle es ganz stark, weil halt die Vanilla-Quests wohl nicht mehr mit dem übereinstimmen, was heute hier auf einen so wartet. Schön, dass man hier nochmal einen Wegweiser nach Burg Stormgard gemacht hat. Zum Taldor-Übergang und das Sumpfland. Ja. Wobei das eine das andere ja verbindet, ne? Der Taldor Übergang verbindet ja das Arati-Hochland mit dem Sumpfland. Also von da hätten sie sich das eigentlich sparen können, hätten sagen können. Das ist der Übergang oder ist es halt der Weg zum Sumpfland. Aber meine Güte. Da kann man sich jetzt auch wieder dran aufhängen. Schönes, imposantes Tor, auch wenn da oben ein Stück fehlt. So, Dalle. Untoten? Untote? Interessant. Erstmal hier den Flugmeister nehmen. So. Ich diene der Endlich ist Verstärkung des Kriegshäuptlings eingetroffen. Das erste Blut. Ach, das ist, ach nee, ich wollte gerade sagen. Es ist nur eine Waldläuferin. Seid bereit, Pana. Ihr werdet für uns das erste Blut auf diesem Land vergießen. Das Syndikat, so nennen sie sich, bestehen aus feigen Menschen, die sogar ihr eigenes Volk verraten. Ihre Isolation macht sie zu einer leichten Beute. Reist nach Norden, tötet alle Syndikatssöldner, die ihr finden, und erobert, die ihr findet und erobert Nordhof im Namen der Verlassenen. Bringt mir die Blutsteinamulette, die sie tragen, als Zeichen eurer Eroberung. Was wollt ihr? Was ist? Säuberung des Hochlands. Wir werden keine Bedrohung übersehen. Um dieses Land zu sichern und der dunklen Fürstin zu unterwerfen, müssen wir alles, was auf ihm lebt, herausreißen, Stück für Stück, Meter für Meter. Im Nordosten, weniger als ein Steinwurf von diesem Lager entfernt, befindet sich ein Ogerhügel. Die Oger der Felsfäuste, die dort leben, müssen ausgelöscht werden, Kriegerin. Sie stehen uns im Weg. Zögert nicht und seid nicht gnädig. Sieg für Sylvanas! Ich bin von den Verlassenen. Von Dieben stehlen. Die Hure, das Flittchen. Kenata lebt noch, ihre Familie blüht und gedeiht, während ich leide. Verlassene, wahrhaftig.
Meine Familie ist tot, Opfer der Seuche. Unser Besitz ebenfalls dahin, während des Kriegs geplündert und niedergebrannt. Und nach all dem haben Sie und Ihre lausigen Kinder die Stirn, das einzig Kostbare zu stehlen, das ich noch hatte. Mir sind die Sachen, die Sie gestohlen haben, längst einerlei. Ich will Ihre Köpfe. Tötet sie für mich. Geht zum Bauernhof der Dabiris in Arati, nordöstlich der Zuflucht. Vertraut niemandem. Das ist ein bisschen böse. Gott. Oga oder Nordhof? Nordhof. Ja, jetzt mal Nordhof. Da kommen wir auch bei diesem Steingrab hier vorbei. Könnte ein Rahmob da sein. Ist der Rahmob da? Ich sehe keinen. Silver Dragon macht keinen Anschein, dass hier irgendein Alarm sein könnte. Nö, keine Rahmob da. Sinnader gibt es hier übrigens. Ich weiß nicht, ob ich mich für Sinn noch bücken werde. Da ist übrigens das besagte Pet, was uns noch fehlt. Wenn uns der jetzt mal endlich mal in Ruhe... Aber Wetten, er greift uns noch hier an. Nein, Wette verloren. Aber würde ich gerne. Es ist grau. Ah, so. Wenn es das nicht überlebt mehr, dann... ist es auch nicht worthy, gefangen zu werden. Präriehund, den haben wir schon. Werden wir auf jeden Fall noch mehr finden. Ja, aber grau ist echt crap. Ja. Brauchen wir uns nichts einreden. Grau ist Schmutz. Gibt sogar Ruf hier. Beziehungsweise negativen Ruf beim Syndikat. Irgendwer questet hier noch. Ich habe gerade. Es sind mehrere am Questen. Boah, ist das kacke, ey. Oh Mann, das ist doch... Ja gut, dann gehe ich hier direkt wieder weg. Das macht hier gar keinen Sinn, hier zu questen, wenn ganz Arati-Hochland hier questet. Den da kann ich noch mitnehmen, aber ansonsten bin ich weg. Der ist unsichtbar. Das ist ein Rogue. Ein Rouge, wie ich damals gesagt habe. Das ist doch echt Dreck, ehrlich. Da bist du hier. Und neben mir sind hier gefühlt noch 1000 andere. Wo geht's eigentlich hier hin? Ins Hinterland? Keine Ahnung, ob das ein Durchgang ist. Wartet mal, das will ich mal eben kurz herausfinden. Boah, wenn mich einer von diesen Raptoren abmountet, ne? Ist aber Schicht im Schacht. Ich hab keine Ahnung, wo der Weg hier hinführt. Silberader, Silber. Nehme ich mit. So, wo geht das hier hin? Das ist immer noch der. Nur noch Arati-Hochland angezeigt. Hier! Geht ins Arati, geht ins Hinterland. Cool. Cool. Sehr geil. Das ist cool. Hier ist der Ausgang. Da fange ich dann halt in der Forschungsstation hier Warte an, aber da kann ich auch theoretisch durchreiten und dann arbeite ich mich von hier, vom Dorf der Bruchhauer, dann ein bisschen diese Forschungsstation durch. Ja. Aber es ist sowieso die Frage, fange ich dann mit dem Hinterland an oder mit dem Hügelland? Werden wir entscheiden, wenn es soweit ist. Ich meine, wir sind jetzt erstmal die nächsten Parts hier im Arati-Hochland mehr als genügend beschäftigt. Denn das hier ist erstmal nur der Anfang. So, was ist das hier? Oh, das ist wieder so ein Wiesenbaumwollschwänzchen. Vielleicht diesmal in grün? Ach, Schmutz, das gibt's doch gar nicht. Ich fang's jetzt trotzdem, bevor ich's gar nicht habe. Und dann nehme ich im Zweifel die Verbesserung. Aber das ist räudig, ey. Grau, zweimal grau. Das ist die schlechteste Qualität, die du fangen kannst. Was macht der denn da? Weiter Flur. Ist das der Ogerhügel oder ist das ein Trollhügel? Hier sind auch wieder alle Mobs weg. Was ist denn das? Ist hier auch gequestet oder was? Das ist eine Ratte übrigens.
brauche ich nicht. Wieso sind hier Oger und Trolle nebeneinander? Dann gehe ich mal in den Oberort rein. Ich bin außer Reich. Von 10. So, richtig voll ist der Ogerhort nicht, ne? Eisen. Ey, Eisen sammle ich. Ja, soll ich Eisen noch einsammeln? Ich weiß es nicht. Wieso sind hier Trolle und Oger Hand in Hand? Ich werde Eisen übrigens einsammeln. Ich habe mich gar nicht entschieden. Ich glaube, Eisen ist nämlich noch wertvoll. Warum sollte ich Mithril einsammeln, aber Eisen nicht, obwohl Eisen mehr wert ist als Mithril? Und ich glaube, Eisen ist mehr wert als Mithril. Ich bin mir 95% sicher, dass hier auch vorher jemand drin war, weil die Ogerdichte hier ist viel zu niedrig für so ein Ogerhort. Das passt nicht. Wahrscheinlich ist hier gleich in kürzester Zeit voller Respawn. Aber selbst wenn. Ich verstehe halt nur nicht, warum hier die Trolle mit den Ogern Hand in Hand gehen. Das checke ich nicht so. Eisenerz ist 5 Gold, 94 Silber wert. Mithril ist 5 Gold, 40 Silber gut. So viel mehr. Ja, seht ihr, da ist nämlich einer. So eine Scheiße. Was ist denn das? Gut, dass es die letzte Folge ist für heute für mich. Jedenfalls jetzt für den Moment. Weil jetzt gerade ist es ja absolut überfüllt. So im Vergleich zu den sonstigen Quests, die ich hatte. Meine Güte. Da ist noch ein Eisen. Komm. Da. Jetzt komme ich hier nicht hoch, ne? Das kannst du ja auch wieder nicht ausdenken. Ich bin außer Reichweite. Ja, komm. Dann sei es drum. Hau ich doch jetzt hier nicht zum Otto. Dann ist ein Oger. Das ist genauso räudig. Den Schwan jetzt hier. Guck, der holt sich den jetzt. Mal wetten. Das ist zu weit entfernt. Hier ist zu viel los, Kinder. Das Arati-Hochland ist voll. Unglaublich. Gucken wir nochmal zurück zum Hof. Im Zweifel muss ich hier immer zwischen wechseln, ne? Hof, Oger, Hof, Oger, Hof, Oger, Hof, Oger, Hof, Oger. Nur die Raptoren, ne? Davon gibt es natürlich genügend, weil die will natürlich keiner erledigen. Aber hier ist nämlich jetzt wieder ein bisschen mehr los. Hier brauchst du auch einfach mehr von. Ganz einfach aus dem Grund, weil die diese Marken nicht zu 100% droppen. Und zwar überhaupt nicht zu 100%. So, da ist noch einer von den Wiesenbaumwollschwänzchen. Ja, das ist diesmal grün, aber ganz ehrlich, ich will es, wenn, dann blau. Dann fange ich es nochmal, weil ich werde. De facto werde ich damit niemals kämpfen. Ja. Ich glaube, das ist crap. Außer Reichweite. Wehe, die flüchten. Tun sie aber nicht. Doch, tun sie. Gut. Ich mache hier Pause, liebe Leute. Wenn ich jetzt nicht hier noch irgendeinen pulle. Ja, natürlich pulle ich hier noch einen. Versteckt. Der Lümmel.
Ich komme die kleinsten Hügelchen komme ich hier nicht hoch, ey. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Na gut. Liebe Leute, ich mache an dieser Stelle Pause. Wir hören uns morgen wieder, dann ist es hier hoffentlich nicht ganz so voll wie jetzt. Und ja, dann machen wir weiter. Ich bin froh, dass wir hier endlich im Arati-Hochland angekommen sind. Das Ganze verspricht, wenn wir denn nicht zu viel Konkurrenz haben, Spaß zu machen. Macht's gut, bis morgen, ciao.